Okay, das war's. Ja. Moment, Mami ist in den Lumis Haus. Ich hab dich entführt. Wir entführen mich mal nicht. Entführt und vergewohltätigt. Cool, habe ich eine Massage bekommen? Ja. Anben, hier ein Gemüse aus meinem Garten, hinter dem Haus. Oh. Du hast vermutlich schon mehr, als du tatsächlich verwenden kannst. Dass der Schrein sich erleuchtet? Nee, noch eine Sequenz habe ich nicht gekriegt. Die habe ich jetzt bekommen. Das ist da hinten. Der Schrein am Leuchten nicht. Ich komme nee, nicht durch. Ich brauche kein Happy End. Ich finde, bei mir leuchtet der Schrein nicht. Bei mir leuchtet er. Großvater Schrein auch. Steht hier bloß. Statue der Perfektion habe ich bekommen. Ich nicht. Die habe ich noch nie bekommen. Das ist ein seltsamer Statue hinter Opas Schrein bekommen. Statue der Perfektion. Ja, ich nicht. Das ist irgendwas. Geh mal falsch hin gemacht. Und klick's mal richtig an den Althaus. Habe ich gerade. Probier's halt jetzt nochmal. Bei mir leuchtet der ja auch nicht. Dann hast du irgendwas nicht gemacht, was wir gemacht haben. Können wir jetzt alle zu dem Goblin gehen? Ich habe die Mine halt nicht auf Stufe 100 abgeschlossen zum Beispiel. Oder auch nicht. Doch, die einfach schon. Ja, keine Ahnung. Irgendwas hast du anders gemacht als wir. Aber wollen wir jetzt bitte mal zu dem Goblin, Mann? Ja, wurde hat jemand Schattenmayonnaise mit? Ja, ich. Schattenmayonnaise. Ich bin mit dem Pferd unterwegs. Ich auch. Ich nicht. Benni muss mit der Loch. Wenn ich mitnehmen bin. Aber das funktioniert ja nicht, nein! Ach, Gott sei Dank. Ich hab grad gedacht, Benni muss mit der Lore fahren. Das Pesto umgeschmissen, aber es ist Gott sei Dank rausgelaufen. Ich hab's noch kurz rechtzeitig auch aufgefangen. Ich hab gar noch was mitgenommen. Ah, da ist die Statuen. Jetzt haben wir hier zwei pinke Katzenstatuen auf dem Hof stehen. Geil. Ja, ich fand, wir beide Katzen mögen und du Hunde und deswegen kriegst du keine. Felix hat auch eine bekommen, er hat zwei. Toll. Ich hab's an den Eingang gestellt. Toll. Wovon? Wir haben so viel davon. Komm einfach zur Goblin. Ich bin auf dem Weg. Ich laufe schon, aber ihr habt ja die beiden Pferde gemobst. Ich warte. Wir warten. Achso, du bist vor mir, stimmt, das ist das Hörnchen. Ja, ich stelle mich hinter dich, Lumi. Oh, ich hab jetzt gar keinen Zeit. Hoch den Rock, rein den Flock. Ach, verdammt. Wir brauchen 150 Hartholz, nicht bloß 100. Du gehst jetzt nicht ernsthaft noch bei Robin vorbei, wenn wir noch warten. Doch, war ich schon. Dann warte ich jetzt nicht, ich spreche den jetzt an. Benni, nein, warte! Nee. Doch. Sag wenigstens, was passiert. Sag, ich bin doch schon passiert. Auf dem Weg gewesen. Ich habe wirklich vielleicht 30 Sekunden gebraucht. Sag hoch. Oh, ist schon weg. Ich kann nicht widerstehen. Gib mir das. Hinten was. Ich hab was gefunden. Ich bin weg. Du hast die verlorene magische Stunde des Zauberers gefunden. Ah, ey, cool. Warte mal. Das alte magische Siegel des Schutzes wird aufgehoben, sodass Monster bei Nacht auf deinen Hof kommen können. Hä? Ein komisches Brötchen als Opfergabe da bieten? Dunkle Schrein der Erinnerung, die Statue schaut durch dich hindurch. Dunkler Schrein des Egoismus, die Statue schaut durch dich hindurch. Das alte magische Siegel des Schutzes wird auch. Zu Tauben und fliegen davon eine prismatische Scherbe als Opfer. Cool, damit kannst du deine Kinder nämlich loswerden. Interessant, bei mir sagen die zwei, der in der Mitte und der links nur, die schauen durch mich hindurch. Also ich kann im dunklen Schrein der Albträume kann ich einen Kaffee geben. Aber ein komisches Brötchen als Opfergabe darbieten, was? Hä, gab's da nicht mehr? Ich kann nur dem Rechten kann ich ein Opfer geben. Gab's da der Schrein der Illusion, ein Opfergabe von Gold erbieten, um dein Aussehen zu ändern. Ah. Ja, du bist jetzt beim... Schön. Toll. Cool, das Ding konnte man ja aufheben. Das ist beim Zauberer da unten. Du hast die verlorene magische Tinte des Zaubers gefunden. Bring sie zu ihm zurück. Welcome. Oh, hast du die gefunden? Ja, auf dem Tisch. Oh, ups. Warte, ich komm mal zurück. Ja, ich hab eine Sequenz. Ich lese mal vor. Du hast meine Tinte gefunden. Exzellent. Geht auf mich zu. Guck nach unten. Hast du zufälligerweise meine Ex-Frau gesehen? Nein? Nun, was war mit ihrem Haus? Denkst du, sie lebt allein oder... Denk nach. Dreh dich um.
Weißt du was? Sag mir es einfach nicht. Ich will es nicht wissen. Ich bin jetzt auch zu weit. Jedenfalls wunderst du dich sicher, was deine Belohnung ist. Hier! Jetzt ist ein Buch erschienen auf dem Altar. Wir sind Felix, wir alle da. Wir sind nicht blind. Es ist ein Buch der Beschwörung. Das arkane Potenzial ist immens, aber ich mache es dir leicht. Indem du dieses Buch da benutzt, kannst du magische Gebäude direkt auf deiner Farm beschwören. Ich denke, du wirst es nützlich finden. Nee, ich brauche keinen Robin mehr. Oh, und ich habe magische Gebäude. Und ich habe fast vergessen zu sagen, danke. Ja, dann schauen wir doch mal. Würde ich gerne. Ich habe die Sequenz, läuft mir halt schon rum. Dynamos ernten die von dir angebauten Pflanzen um die Hütte herum. Wie geil ist das denn? Was? Brauchen wir Dynamo Sternfrüchte und Fasern? Wir brauchen 9 Sternfrüchte. Haben wir die noch? Okay. Nein. Weil ich glaube nicht, ob wir Sternfrüchte aufgehoben haben. Ich glaube nicht. Gibt's noch? Teleportiert dich in die Berge. Geil. 1 Million Gold, 10 Iridiumbarren und 10 Erdkristalle. Teleportiert dich an den Strand. Verhindert das Auftauchen von Unkraut, Kleinsteinen und Holzscheiten auf deinem Hof. Hindert Zäune daran zu verfallen. Also, wir haben noch ein bisschen was vor. Das sind Worte. Das sind irgendwie 5 Millionen oder so. 10 Millionen Gold. Ja. Also, Benni, wir haben noch ein bisschen was vor. 10 Millionen Gold aus, um irgendwie 10 Minuten Arbeit zu ersparen, ne? Ja. Na, aber das mit der Junimo-Hütte ist schon ganz geil. Ja. Das glaube ich auch. Die Frage ist nur, wo die das einsortieren. Wenn die das dann überall chaotisch reinschmeißen, wäre das scheiße. Ja, vielleicht kann man es da einfach abholen. So wie jetzt bei diesem Lichtding. Ah, bei der Hütte meinst du dann? Ja. Das wäre natürlich eine Option. Vielleicht, wir haben jetzt Frühling. Wir könnten nochmal anfangen anzubauen, gell? Ja, ich muss mir ja nicht mal um das Zeug kümmern. Das wollt ihr jetzt machen. So stimmt, war ja mein Ding. Ja. Oder zumindest Lumi wollte das jetzt machen. Ja, gemeldet. Ist ja gut. Ich habe mich noch nicht immer für Schrankdienst gemeldet. Dann musst du ihn wohl nochmal machen, den Schrankdienst, wenn du noch nicht gemacht hast. Jeder Neue muss den Schrankdienst machen. Der Schrankdienst. Gibt's einen Witz zu? Nee. Musst du mal Schrankdienstwitz googeln. Nein, ich will keine Spoiler. Du sollst nur googeln, keine Spoiler. Nein, ich meine nicht euch, ich meine nichts an. Channel. Schrankdienst kennt eigentlich jeder Junge. Also eigentlich sind wir jetzt durch, jetzt brauchen wir nur noch diesen beknackten 100 Level. Ich muss noch heiraten. Ja, mein Gott. Du bist nicht durch, ja okay. Du kannst ja alleine weiter spielen. Ah, wow, Felix. Oh, die Lumi hält das auch gesagt, Ben. Die Lumi hält das sogar gedrückt und kommt damit weiter. Das aber ein Witz. Das ist so, wenn man eine verbesserte hat. Ja, ja, gib mal an. Ach, keine verbesserte? Nein. Verbesserte was? Kupferhacke. Hacke? Sag mal, Felix, was soll denn der Scheiß? Ich hab nur eine normale Hacke. Boah, ey, dieser Mann, ey. Ich hab vorhin gesagt. Ganz im Ernst, wir haben mittlerweile Fastnacht, ja? Und wir sollten vielleicht noch irgendwas pflanzen, bevor der erste Tag vorbei ist. Da nützt es nichts, wenn du die Löcher, die ich aufschlage, wieder zubuddelst. Doch, ich finde, das ist eine logische Konsequenz. Ja, absolut logische, ja. Schöne Sache. Ich finde das lustig. Ohne Mist, ey. Damit habe ich solche Mitspieler verdient. Du hast du dir rausgesucht, freiwillig. Aber wie schön, wie lange sich Felix auch mal feiern kann. War es nicht so, dass du Felix vorgeschlagen hast? Ich hätte dann nie zugestimmt, wenn ich dir nicht vertraut hätte, aber das war wohl ein Fehler. Siehst du, das ist dein Problem, wenn du mir vertraust. Das ist ja nicht mein Ding, ja? Ich immer noch lacht, der kriegt sich gar nicht mehr ein. Das dauert jetzt eine Weile, das ist ein Lachflash. Ich will nicht wissen, was er da unten noch gemacht hat. Hat er sich rumgespielt vielleicht oder so, keine Ahnung. Ich kann euch übrigens immer noch hören. Ja, ich weiß. Das ist doch uns egal. Auf wäre ich nie gekommen, Felix. Wenn überhaupt ein Männchen, ja. Ah, da hat gerade jemand was ins Wasser geschmissen. Hängt ihn. Ey, wenn du jetzt unser Iridium ins Wasser haust, ich bring dich um. Ob das genauso klappt, wie wenn ich mit der... Nee, schade.
Ich mit der Spitzhacke Felix. Lange. Ja, schön. Siehst du, das kannst du von deiner auch machen, oder? Einmal umsonst geschlagen, Lumi. Ja, scheiß drauf, could be worse. Was? Könnte be worse. Könnte schlimmer sein. Sag doch auf Deutsch. Aber wir sind international veranlagte Menschen. Ja, ja. Aber niemandem von euch ist aufgefallen, dass ich mich umgekleidet habe. Das ist interessant. Ja, du hast ein bisschen was für dein Äußeres. Das wurde für uns angezeigt. Da brauchen wir nicht sagen, oh, Benny, du trägst neue Mode, Benny. Mm. Ja, ich habe jetzt eine Lederjacke an. Warte mal. Mm, oh, du geile Sau. Stimmt. Nicht mit normalem. Na gut. Ah, ne, das Lederjäckchen, wa? Ja, ne, würde ich mal sagen. Gutes Lederjäckchen. Das sagt einer bei New Kids so. Nein, Lederjäckchen, wa? Mag irgendjemand von euch vielleicht ein paar Pastinakensamen holen oder nein. Was? Nein. Vor allen Dingen um die Uhrzeit. Wir haben noch Zeit. Außerdem haben wir mit Sicherheit noch Samen für den Frühling. Ja, eben, deswegen sag ich ja Pastinakensamen. Holen. Ich bin am Hartholz. Ruhe holen. Du bist am Hartholz holen. Ich mache aber gerade hier schon Dünger hin. Gut, ich hole Hartholz. Dann muss Felix das übernehmen. Oder halt keiner. Ja, wir haben eh genug Kohle. Nein, wir müssen das noch optimieren auf einen Tag. Das ist wichtig. Sonst schaffen wir nicht 4 Durchgänge Pastinaken im Frühling. Cool, ich habe meine Hacke ins Schild getan. Läuft. Das ist natürlich ein Problem. Ja. Keine 4 Durchgänge Pastinaken. Ja. Wo Ben doch Pastinaken über alles liebt. Nee, Lumi, du liebst Pastinaken, ja. Das war ironisch. Das hab sogar ich kapiert. Aber ich mach darüber keine Witze. Über Pastinaken macht man keine Witze. Ja, weil Pastinaken. Willst du mal das Feld da oben aus? Was? Aber jetzt mal schneller, Lomi, was soll denn das? Da ist super Dünger drauf. Das ist doch egal, ich will die Pastinaken in einer Reihe haben. Ja, dann mach doch dahin. Mach doch dahin. Ich mach da ganz bestimmt nicht hin. Jetzt kackt doch endlich da drauf. Ich hab keine Pastinaken gemacht, ich versteh's nicht. Was ist denn hier noch Frühlingssaat? Ich verstehe es auch nicht. Warum machst du die Saat hier nicht voll? Felix, warum machst du die nicht voll? Die Pastinakensaat alles. Ach so. Weil was ist? Die Saat ist kann alle. Da jemand mir helfen? Nö, da rennen die erstmal alle weg vor der Fledermaus. Ich geh hier noch, hin. Junge. Wir haben 1:30 Uhr, wir müssen bisschen ins Bett. Das ist doch kackegal. Lass das für morgen. Ja, aber dann pflanzen wir ja, nicht für morgen. Ja, fehlt ein Tag, mein Gott. Oh, 1:40 Uhr. Ja, na, Lumi, schlaf bei dir. Anzupflanzen. Lumi, dein Bett ist breit genug, oder? Hast du gesagt? Ich schlaf eh nicht drin, ich erreich's nämlich nicht mehr. Oh, sag, ich auch nicht. Hinter der Tür eingeschlafen. Sehr schön. Wir machen quasi LAN-Party bei Lumi, wir so pennen bei ihm auf dem Boden. Naughty nee, Girl. Du machst LAN-Party. Ich bin in meiner Bude eingepennt. Also ich sage, wir machen LAN-Party bei Lumi. Pennen auf dem Boden. Hallo, mein lieber Matze.